Ja, danke, Peter, für die Einführung. Ja, also ich bin der Geschäftsführer der Stadtbeet OG und wir sind ein kleines Gartenbauunternehmen, das sich spezialisiert hat zur Begrünung im innerstädtischen Bereich und eben hauptsächlich begrünen wir Terrassen, Balkone, Innenhöfe mit Pflanzen, die in Trögen gezogen werden. Also weniger in der Erde, sondern hauptsächlich in Trögen. Und ich habe da jetzt auch eine kleine Präsentation vorbereitet von ein paar Projekten, die wir ausgeführt haben und zu unterschiedlichen Themen, eben Innenhöfen, Terrassen und auch mobiles Grün. Die Standortgegebenheiten, das haben wir auch schon im Vortrag von der Nina gehört, dass von den Innenhöfen, dass die meist sehr schattig sind, auch trocken, wenn Bäume in den Innenhöfen gepflanzt sind, dann entziehen die auch dem Boden sehr viel Wasser und wir haben einen hohen Wurzeldruck. Das bedeutet, wir brauchen da, wenn man das die Innenhöfe noch zusätzlich bepflanzen möchten mit Stauden, dass die auch konkurrenzstark sind und dem Wurzeldruck der Bäume entgegenwirken können. Das ist der Fall, wenn man die Pflanzen direkt in die Erde pflanzt. Oder eben die andere Möglichkeit ist, also wäre, dass man die Pflanzen in Tröge setzt, weil die Innenhöfe komplett versiegelt sind und auch die zum Teil ungern aufgebrochen werden, auch weil es sehr aufwendig ist, das alles aufzubrechen, neue Erde reinzubringen, ist es oft viel einfacher, wenn man drüber aufstellt und auch günstiger. Wir sagen, eine gute Größe von einem Pflanztrog beginnt bei circa 100 Litern Fassungsvermögen. Das ist schon einiges an Erde und da vertrocknet die Pflanze auch noch nicht so schnell. Muss man aber natürlich regelmäßig gießen, vor allem im Sommer. Und auch wenn es immer grüne Pflanzen sind, darf man nie darauf vergessen, auch im Winter manchmal zu gießen, denn die vertrocknen sonst, wenn es keinen Niederschlag gibt. Ja, wie wir auch schon gehört haben, die geförderten Gefäße müssen mindestens 300 Liter haben, was natürlich je größer der Trog ist, umso besser ist das für die Pflanze. Ja, weil falls man einmal drauf vergisst zu gießen oder was, ist das nicht so ein Problem und auch sind die Pflanzen mit vielen Nährstoffen versorgt. Man kann unterschiedlichste Pflanzen in Innenhöfen, in schattigen Innenhöfen setzen. Ich habe da jetzt nur ein paar Pflanzenbeispiele angeführt, die möglich sind. Ahorn, Liguster, Hainbuche, Kirschlorbeer, Eibe und Hortensien gehen gut. Als Kletterpflanzen eignen sich Efeu, Wilder Wein und Clematis. Die sind auch alle sehr gut schattenverträglich. Und bei den Stauden, da gibt es eigentlich auch etliche. Und jetzt auch nur eine Handvoll angeführt, wie Funkienfarne, Anemonen, Geißbarb, Prachtspirte, Immergrün, Segge. Im Prinzip funktionieren alle Stauden, die also in natürlichen Orten, in Wäldern als Unterwuchs vorkommen. Und da gibt es einige. Jetzt zeige ich noch ein paar Beispiele von Innenhöfen, die wir begrünt haben. Das ist ein Innenhof von einem Wohnhaus im dritten Bezirk. Da waren zuerst nur kahle Kiesflächen. Das war dann erwünscht, dass die bepflanzt werden. Wir haben dann hier große Tröge aufgestellt und die dann mit unterschiedlichen Pflanzen gepflanzt. Das ist ein großer Fächer-Ahorn, eine Föhre und das ist ja Streifenahorn.
An dem Standort haben wir auch das Glück, dass ein paar Stunden am Tag zumindest die Sonne hinkommt, das den Pflanzen auch viel hilft. Und hinten im Hintergrund haben wir auch noch Efeu gepflanzt, der dann mit der Zeit die Wand noch im Hintergrund begrünen soll. Da wir zwei andere Beispiele von Innenhöfe. Da haben wir einen Innenhof im 15. Bezirk. Da war das Konzept, dass wir Pflanzgefäße nehmen, die mit Stauden bepflanzt werden und bei Bedarf auch umgestellt werden können oder einfach frei verteilt im Innenhof aufgestellt werden können. Da haben wir noch ein Beispiel von einer kleinen Wandbegrünung in einem Innenhof mit einer Kletterhortensie. Das ist auch eine weitere Kletterpflanze, die sehr gut mit den Schatten zurechtkommt und auch blüht. Da haben wir einen kleinen Innenhof, den wir betreuen, wo wir ein Ranggerüst an der Trennwand zum Nachbargrundstück installiert haben und wo Klematis und wilder Wein aufranken. Und das Beet vorn haben wir mit unterschiedlichen schattenverträglichen Stauden gepflanzt. Das ist ein weiterer Innenhof. Das ist allerdings von, also nicht von der Hausgemeinschaft zugänglich, sondern von einer Wohnung. Da haben wir das Glück gehabt, dass das eine sehr geschützte Lage ist und wir hier auch versucht haben, mit ein mediterranes Thema reinzubringen. Das funktioniert auch. In der Stadt haben wir relativ mildes Klima. Und es gibt die Hanfpalme, die auch sehr gut mit Frost zurechtkommt. Oder eine Araucaria. Das sind so ein paar besondere Pflanzen, die wir da einsetzen konnten. Weiters gibt es die Rückwand. Da war auch der Wunsch, dass die begrünt wird. Da haben wir Seile gespannt, wo Kletterpflanzen raufwachsen. Im Hintergrund sind noch Spiegel installiert worden, um noch eine größere Tiefenwirkung des Hofes zu erreichen. Ja, da gibt es auch noch ein Wasserbecken, wo wir ein paar Wasserpflanzen gesetzt haben. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um die Innenhöfe zu gestalten. Ein weiteres Thema, was ja auch kurz anreißt, ist die Begrünung von Dachterrassen, was wir oft machen. Da haben wir eigentlich wieder das andere Extrem von den Innenhöfen, sehr exponierte Lage, heiß, sehr sonnig, ja, trocken natürlich durch den Wind und der vielen Sonne. Ja. Aber auch hier gibt es unterschiedlichste Pflanzen, die mit den Bedingungen gut zurechtkommen. Auch hier empfehlen wir eher größere Tröge, damit sie nicht so schnell austrocknen und die Pflanzen mit ausreichend Nährstoffe versorgt sind. Da wir auch ein paar Pflanzen aufgelistet, die gut funktionieren, die Birke, Felsenbirne, Sommerflieder, portugiesischer Kirschlorbeer, Garteneibisch. Das sind alles Pflanzen, die Sonnenliebhaber sind und gut funktionieren. Kletterpflanzen auf sehr exponierten Dächern funktioniert, jedoch die tun sich immer ein bisschen schwer mit dem starken Wind, da die Triebe immer wieder abgerissen werden und die Blätter auch immer wieder beschädigt werden. Aber wenn man wieder ein Stück Wand hat, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Also der Wein, der will auch viel Sonne, der Blauregen genauso. Und bei den Stauden, da gibt es auch einige, die gut funktionieren in sehr sonnigen Lagen. Die meisten Kräuterpflanzen sind ausgesprochene Sonnenliebhaber. Lavendel, Dachlilien, Sonnenhut, Ziersalbei. Und unterschiedliche Gräser natürlich, wie das Lampenputzergras oder Chinaschilf, eignen sich auch sehr gut zur Begrünung von Dachterrassen.
Da zeige ich jetzt noch ein paar Beispiele von Dachterrassen, was wir begrünt haben. Das ist eine Dachterrasse im Erdbezirk. Da war der Wunsch, dass man hauptsächlich Nutzpflanzen verwendet. Das funktioniert auch sehr gut. Da haben wir zum Beispiel Beete mit Gemüsepflanzen. Im Hintergrund haben wir noch so einen Screen gebaut, damit die vom Wind geschützt sind. Weil die Paradeiser, die sind auch natürlich empfindlich gegen Wind. Mit ihren dicken Trieben können die auch leicht brechen. Und dann haben wir auch unterschiedliche Obstbäume gepflanzt, wie Birnen, Marillen und Äpfel. Funktioniert eigentlich auch recht gut. Da haben wir eher eine schmale Terrasse. Da war der Wunsch auch, dass man Nutzpflanzen anbaut. Da haben wir ein niederes Hochbeet aufgestellt. Es ist natürlich auch auf die Terrassen immer das Thema des Gewichtes. Also man kann da nicht auch unendlich viel Tröge raufstellen. Ein klassisches Hochbeet raufstellen mit 80, 90 cm Höhe und das mit Erde befüllen, das wird natürlich nicht funktionieren, weil die viel zu schwer werden. Aber eben es gibt die Variante, dass man es nicht so hoch baut. Und für die Pflanzen, für die Gemüsepflanzen ist da auch ausreichend, hat ausreichend Erdeplatz, dass die gut wachsen. Ja, das ist eine andere Dachterrasse, wo wir auch Gemüsepflanzen in rechteckige Pflanzsäcke gepflanzt haben. Und auch eine Möglichkeit, da noch Dachterrasse mit unterschiedlichsten Pflanzen. Ja, und als nächstes Thema habe ich, also stelle ich ein paar Projekte vor vom mobilen Grün und Grün im öffentlichen Raum. Es gibt ja auch die Möglichkeit, straßenseitig ein Haus zu begrünen. Es gibt natürlich, also es gibt leider nicht immer die Möglichkeit, das umzusetzen, aber wenn die Voraussetzungen passen, sprich die Gehsteigbreite breit genug ist, dann kann man dort auch Tröge aufstellen. Muss man allerdings eine Genehmigung bei der MA 46 einholen. Und die schreibt dann vor, dass, also wie viel vom Gehsteig frei bleiben muss. Meistens sind es 2 Meter, die frei bleiben müssen. Es gibt aber manche Fälle, muss auch mehr frei bleiben. Aber wenn die Voraussetzungen da sind, dann bekommt man eigentlich meistens problemlos eine Genehmigung, dort auch Pflanzen aufzustellen. Eine weitere Möglichkeit sind auch temporär Pflanzen aufzustellen in Kretzeloasen, dass man eine Parklücke anmietet für eine Saison, dort kann man dann auch was verwirklichen. Ein Projekt, das Sie hier kurz zeigen möchte, ist die Wanderbaumallee, die wir voriges Jahr gemeinsam mit der lokalen Agenda 21 umgesetzt haben, beziehungsweise lokale Agenda, die hat das organisiert. Wir waren dann die, sagen wir, ausführende Firma und wir haben in unterschiedlichen Standorten in der Stadt temporär für circa einen Monat Bäume aufgestellt, um den Bürgern und Bürgerinnen zu zeigen, wie der Straßenzug wirken wird, wenn da jetzt mehr Grün stehen würde. Und soweit es möglich war, haben wir das auch mit der Lastenrad alles transportiert. Wir haben da Konstruktion gemacht, die mit dem Anhänger von dem Lastenrad gut zu transportieren geht, gemacht. Ja, das war ein sehr spannendes Projekt für uns. Ja, und hat uns auch sehr gefreut, dass wir das umsetzen haben dürfen.
Da bin noch kurz ein Beispiel vor einem Geschäftslokal, eben wie vorhin angesprochen, die Aufstellung von Trögen. Da war der Gehsteig breit genug, dass man eben an der Fassade noch zwei Pflanzen aufstellen hat können. Ja, da mobiles Grün natürlich, es hängt vom Fahrzeug ab, wie groß die Pflanzen sein können, damit man es transportieren kann. In dem Fall ist am Karlsplatz, dort durfte man 4 Föhren aufstellen. Der Wunsch war, dass schon größere Bäume sind. Und ja, das kann man dann natürlich auch umsetzen. Ja, weitere Möglichkeit, wie es auch schon von Nina angesprochen worden oder gezeigt worden ist, die Begrünung von Baumscheiben. Bieten wir im Prinzip auch an, dass wir diese, also Baumscheibenbegrünungen umsetzen. Ja, vom Standort muss man natürlich schauen, ob es sehr sonnig ist oder schattig. Es hängt von der Straßenseite ab und von der Enge der Straße. Die Böden sind dort meistens eher karg und hart. Man muss da immer die oberste Schicht zuerst lockern, aber eben nicht zu tief, dass man die Wurzeln nicht beschädigt und etwas Humus einarbeiten. Und dann kann man schon die Stauden pflanzen. Ja, und auch je nach Standort muss man halt die passenden Stauden auswählen, ob sie eher schattenverträglich sein sollen oder eher Sonnenliebhaber sind. Ja, im Prinzip, das war es jetzt mal kurz von meiner Seite. Und ja, das bin ich und mein Geschäftspartner Fritz in unserer Firma. Ja, danke.